Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Last Epoch. Jo, ich habe mir noch ein paar Items ausgesucht und das unter anderem diese Rüstung. Die macht natürlich die Minions auch stärker. Und Ice Dawn nutzen wir ja nicht mehr so oft. Und ab Level 46 haben wir hier auch nochmal Minion Spell Damage. Sehr gut. Wahrscheinlich ist es aber das besser. Ja, wir greifen ja mit Minions an, das ist wahrscheinlich der schon besser. Sonst, ja, haben wir jetzt momentan nichts mehr. Bei Level 30 haben wir hier zwei Helme noch zur Auswahl. Gut, und heute wurde angekündigt, also gestern, in dem Fall, Video, wurde angekündigt, dass es neue Stäbe auch gibt, also einfach neue Skins vor allem. Eventuell auch ein bisschen ausbalanciert. Und davon war ein Drachenstab und der andere war irgendwie Schlangenviperstab oder so etwas. Irgendwas ähnliches. Jo. Und davor waren ja auch die Spitzhacken und nicht ähnlich Spitzhacken. Die waren im letzten Patch schon, also die Äxte. Die Polearms, also die, ja, Hellebarden, genau. Und Speere, die wurden, ja, schon überarbeitet. Vielleicht finden wir bald einen. Ich habe jetzt noch nicht so oft gespielt, dass ich jetzt einen gefunden habe. Also wir sind wahrscheinlich eher hochlevelige. Jetzt in diesem Ding. Ja, ich habe bis 8.6 eigentlich immer nur gespielt jetzt. Seitdem der neue Akt da ist. Ja. So, jetzt werden die Totems gebufft. Genügend Kraft. Schaden. Es ist schade, dass die Formen halt keine Ding haben. Die Skills, oder? Also wir können nur drei Skills eigentlich skillen, weil die anderen halt eigentlich nicht geblockt werden. Und man sie auch nicht ausführen kann. Das Engangling Roots könnten wir vielleicht so lange nehmen, wir sie nicht mehr lieben. Haben können, die diese spawnen, aber ja, es wird noch lange dauern, bis wir bessere Boots finden. Also auf jeden Fall schnellere Boots und sichere Boots. Und sicher Boots. Ja. So, bald 1 Uhr. Und ja, es ist viel zu heiß. Also, draußen ist es kalt, aber es kommt fast nicht rein. Ja, was soll man machen, wenn die Nachbarn einfach so mega heiß gerade? Die haben gar dünne Haut, die Arme. Keine Ahnung. Also, alte Menschen. Menschen einfach mal manchmal auf, irgendwie etwas sportlich oder bewegungsmäßig zu machen, dann werden sie im Alter entweder dick oder einfach sehr sensibel. Das sehe ich einfach immer wieder. Das kann man mir nicht geheim halten. Das sieht jeder. Trotzdem macht halt niemand etwas dagegen. So wie sich selber, oder? Ja. Nein, einfach, ich mache halt einfach zu viel. Ich habe so viel Bewegung jeden Tag, ich bin eigentlich immer zerstört, bis ich dann irgendwie so ab 10 Uhr oder so plötzlich dann, also ab 22 Uhr dann plötzlich mega fit bin.
weil ich mich genug ausgeruht habe gestern, ohne zu schlafen. Und das ist schon heftig, also. Yes. Ja, eben. Da darf ich dann nicht mehr so laut sein. Aber hey, ich muss mir das wahrscheinlich auch zuerst verdienen. So ein, ja, Star zu werden. Ich bin jetzt momentan echt am Leiden, also eigentlich alle leiden sehr untereinander, jetzt so richtig gut finde. Und das hilft natürlich nicht gerade gut, oder? Weil ich dann anderen eigentlich nicht viel machen kannst, oder? Vor allem auch nicht dich genügend ernähren, trinken, einfach nicht genügend irgendwo hingehen kannst oder so. Das ist schon heftig. Naja. Und die Welt ist hier schon überall falsch. Also, das heißt, Schlimmes auf der Welt passiert, dass sich Menschen nicht benehmen können, nicht untereinander einen Ausgleich kriegen. Das ist schon heftig. Also, ja. Gestern habe ich sehr viel ja, gearbeitet an einem Game. Ist natürlich jetzt nicht gerade so leicht, jetzt schon mal ein Spiel zu machen. Also, die ersten Sachen geht, das Mapping, Gegner machen geht ja eigentlich auch, braucht einfach mega Zeit. Ich würde schon gerne, ja, eben so eine Art Game machen wie Last Epoch. Aber es wird komplett anders. Der Anfang, der wird komplett anders war. Also, vielleicht kennt ihr The Legend of Zelda. Waren am Anfang also Top-Down-Spiele. Und was ist Last Epoch? Ist auch Top-Down. Ich möchte einfach mehr in die Richtung gehen wie Last Epoch. Ja, eher wie Path of Exile mit dem Labyrinth und so geht. So eine Art Rätsel und so weiter. Spiel mit natürlich sehr viel Action. Die Action ist an erster Stelle. Und ja, die Rätsel will ich natürlich auch so gut wie möglich machen. Sonst hat sehr viel auf ja, Geschichte und NPCs und so. Dass zum Beispiel Helden ihn begleiten, die ab und zu dann auch mitkämpfen oder irgendwo herumstehen halt. Und so weiter. Und das ist ein langer Weg, also ich komme jetzt noch nicht so gut vorwärts. Die Map sieht schon gut aus. Alles andere sieht ja noch nicht so gut aus. Und da brauche ich halt ein bisschen Hilfe, aber es will einfach niemand die Arbeit machen. Sind alle irgendwie zu faul oder einfach zu unwissend. Naja, ich kann ja alles beibringen, aber niemand will halt jetzt so unbedingt so die Zeit investieren, um etwas zu lernen. Echt schade. Das ist wirklich mega schade. Ja. Ja, in Last Epoch geht es ja auch vorwärts. Also, bin ja auch sehr mega erfreut. Also, diesen Spielspaß, den ich habe. Extrem. Ich habe so ultra Motivation jetzt momentan echt viel Last Epoch zu spielen und ja, viele Freuden zu bringen. Muss mal schauen, wie viel ich schaffe. Muss jetzt aber natürlich jetzt wieder ein paar Parts aufnehmen zuerst. Habe wieder ein bisschen Verzögerung. Weil bald kommt der Patch und ich will natürlich auch so weit sein, dass ich jetzt wirklich den Druiden auch kenne, bevor er gepatcht wurde. Und lange Zeit haben wir nicht mehr. Wahrscheinlich noch 2 Wochen oder 1 Woche mehr. Genau das Datum habe ich jetzt nicht im Kopf.
zwar erste oder zehnte Dezember, eins von beiden. Der 31. und also 31. November. Eben genau ist es jetzt nicht mehr. Ich hab's, glaube ich, vor zwei Parts gesagt oder so. Sein. Dieser Eissplitterzeugs. Eisdorn ist nicht gut gegen ja, besser und so. So Kisten. So. Ist noch langsam wieder. Gegen sind wieder ein bisschen zäh. Also auch 10. Ja, der letzte Punkt kommt zugleich. Und dann geht's ja beim Druiden erstmal weiter. Aber wir müssen Schamanen wählen. Der Tempel kommt ja jetzt dann gleich. Das ist eigentlich ziemlich easy geworden. Ist gar nicht mehr schwer. Eigentlich ist gar nichts mehr schwer am Tempel als der Boss. Der zwingt sich, wenn man ihn nicht kann, also wenn man ihn nicht richtig ausreicht. Wenn ich die Attacken kenne und so, kann ich die gar nicht gut lassen. Diese blöden Attacken, die, ja. Einfach kaputte Trümme und alles mögliche sind so. Ja, einfach Trümmer kommen rund und so Strahlen und so, ja. Einfach Void-Sachen. So, jetzt müssen wir natürlich diesen Ding hin. Ein paar Mal schießen. Also. Hier müssen wir. Crow Intelligenz brauchen wir nicht. Machen wir da nochmal einmal. Jetzt müssen wir Ice Dawn wieder nehmen. Und bei Ice Dawn machen wir natürlich wieder das hier. Der Schaden. Ich glaube, einen müssen wir wieder rausnehmen dann. Lass ich mal kurz schauen. 3, okay. 3 und 6. Ja, 3 und 1 haben wir. Ah, jetzt endlich. Okay, 10% Minion Damage ist jetzt nicht so. Passive haben wir jetzt nochmal einen Punkt. So, jetzt haben wir Serpent Strike. Und bei Crow mache ich einfach die Geschwindigkeit, also mache ich eine Crow. Oder ich mache einfach Schockchance. Ich glaube, ich mache Schockchance. Und hier müssen wir einfach hier die zwei. 3 und 5, ja. Machen wir natürlich alles auf Mana. 3 ist schon wichtig, dass wir jetzt noch auf Schaden machen. Genau. Sicher sonst nicht. Also verlieren einfach nicht viel Mana. Das ist leider nur wenig Minion Damage. Ja, wir müssen so viel Schaden wie möglich kriegen bei den Totems. Es dauert vor allem der Bosskampf vor dem Klassenauswahl zu stark aus mit diesem Tempel hin. Er dauert dann wirklich lange. Ja, aber ich weiß jetzt nicht, ob die Bosse auch stärker werden in diesem Spiel, aber ich glaube nicht. Die dauern einfach, bis sie tot sind, also sie werden nie stärker. Außer vielleicht, wenn sie ein bisschen Leben verloren haben durch
Lebensverlust werden sie vielleicht stärker. Genau, so ist es gerade da. Ja, meistens sind sie aber auch schnell tot. Ne, ich glaube, die sind wirklich immer gleich. Okay, nicht gerade so viel. Total müssen in letzter Zeit. Das Mana bekommen, ich muss das eigentlich hier. Aua. Sehr gut. Das lohnt sich natürlich schon sehr, jetzt wirklich auf Schaden zu gehen. Also, defensiv sind hoffentlich genug gut. Genau jetzt, weil ich eigentlich defensiver sein muss. Jo, und morgen bin ich eigentlich soweit. Die Bachelor ist fertig bei Skyrim, Millennium Edition. Ein bisschen Rollenspiel machen. Ja, ich habe mir sehr viel überlegt. Ja. SKSE, wie das heißt, hat das Spiel zum Abstürzen gebracht. So ein ja. Script as Intense, also einer, der ein paar Scripts verbessert. Für manche Mods, also manche Mods benötigen das und der hat dann einfach das Spiel abstürzen lassen wegen dem Patch. Und er wurde aber schnell dann wieder gefixt und ich musste halt jetzt wieder einen Tag in dem Livestream gestern, weil ich ja eben noch länger Sport gemacht habe, leider. Ja, ich meine einfach schon ein bisschen enttäuscht halt. Wie jetzt nicht immer so fit bin. Und dann, wenn ich nicht fit bin, dann werde ich immer gezwungen, Sport zu machen. Andere schlafen. Ich kann eigentlich nicht schlafen, wenn ich müde bin. Und deshalb mache ich dann immer Sport. Und dann, wenn ich ja körperlich auch müde bin, kann ich dann wieder schlafen. Wenn ich so richtig gähnend müde bin und so, kann ich weder schlafen, noch eigentlich am Puls sitzen und irgendwas machen. Das ist einfach das größte Problem. Ich muss das kurz umlegen. Das ist ja mega doof, ey. Was habe ich das jetzt nicht umgelegt das letzte Mal? Gameplay, Input Case, genau. So, ja, und zwar die 1 ist Leertaste. Da. Die 1. Und ja, die Leertaste auf Portal. So, jetzt drücke ich auch die 1, wenn ich muss. Ja gut, wir sind da gar nicht weit. Also wir sind weiter jetzt als vorher. Wir bespringen eigentlich die Schwere mit den Wahlklerics. Wir bespringen nur die 2 letzten. Aber jetzt werden wir besiegen müssen. Jetzt müssen wir einfach auf die Dinger wieder warten. Was jetzt immer noch nicht gepixt worden ist, das ist unglaublich. Einfach die Summons bei uns bleiben, durch das Portal gehen und nicht irgendwo auf der, am Anfang der Map spawnen, wenn die Map reingeht. Ja, der dauert recht lange. Also physical, die Gegner müssen unbedingt physical weniger resistent sein, also ja, ihr seht es, ich mache mal 120 und 50 Schaden. Okay, jetzt machen wir wieder ein bisschen mehr Schaden.
Also. Eben. Ja, Elementarschaden, Damage over Time, das brauchen wir überhaupt nicht. Vielleicht, wenn wir mal irgendwie einen Brandschaden-Charakter wieder machen. Ich finde, das sind ein bisschen zu schwach. Ich weiß es nicht, also. Feuerball wurde auch genervt. Das ist noch mehr Brand. Eher so Paladin wahrscheinlich. Forge Knight. Vielleicht irgendwann mal ein Hanging Soul Sapphire. Das sind ja ein paar Units, die mitspielen. Eisturm, Spell Damage wird hoch. Sehr gut. Okay, ein Zweihandschwert. Ja, der droppt echt oft hier. Was ist jetzt das genau gewesen? Das ist Endurance gewesen, aber wieso habe ich so viel Schaden bekommen? Ich war ja schon ein bisschen drin, aber so viel Schaden hätte ich jetzt nicht unbedingt kriegen müssen. Da war irgendwas noch im Spiel. Die Dinger haben gar keinen starken Angriff. Also irgendwie habe ich hier ein bisschen zu viel Schaden bekommen. Umgelegt. Ja. Es ist halt einfach 0%. Ich finde halt keine Ereignisse mehr guten Resistenzen. Es hat alles auch auf Schaden ausgelegt. Naja, müssen wir aufpassen. Weil das Problem ist, die haben immer nur eine Resistenz und dann lohnt sich natürlich Schaden mehr als was anderes. Das ist genauso in Pass Effects, ist genauso in anderen neueren MM, also Hack'n'Slays. Immer das Problem, man ist zwingend auf Resistenzen gefokust, aber kriegt einfach zu wenig gute Items. Also es ist halt einfach gewollt schwer gemacht. Und das setzt sozusagen den Spielfluss extremst runter. Deshalb sind Pass Effects ja auch so momentan viele so extremst toxisch. Ja, stimmt eigentlich schon. Also ich habe die Geduld, aber andere haben nicht so die Geduld. Die wollen ja auch fertig sein mit dem Spiel und so. Ich will das Spiel einfach genießen. Ich mache jetzt sehr viel auf Schockchance. Und die Gegner mit Schock haben nochmals mehr Schaden bekommen. Ja, irgendwann muss ich hier diese Krähen auch hier wegmachen. Ich weiß es nicht genau, wenn man sich verwandelt, sind die Krähen, glaube ich, noch da. Aber wenn sie sterben, dann sind sie natürlich weg, bis wir uns wieder transformieren. Ja. Ich weiß es gar nicht, oder gehen die weg? Gehen die nicht weg? Die werden halt im Endgame dann alles immer wieder sterben. Das Ganze ist eigentlich nicht so. Zusammen mitzunehmen. Okay, der hat noch gefehlt. Okay, ich mache einen längeren Part. Und jetzt gerade kommt nicht so schnell ein Portal, oder? Im nächsten Gebiet kommen noch ein Portal. Ein Wegpunkt.
So, wir müssen Schaden hier machen. Was haben wir hier? Feuer und Blitzresistenz. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich jetzt unbedingt Feuerresistenzen bekomme. Ist es wirklich dringend? Gut, dann danke schön fürs Schauen. Wir machen jetzt kurz eine neue Aufnahme. Und ja, viel Spaß. Bis zum nächsten Part. Tschüss.